Egal welche Trugschlüsse Satan auch nahelegen mag, es ist immer verhängnisvoll, Gott nicht zu gehorchen. Deshalb müssen wir uns von Herzen bemühen, die Wahrheit zu erkennen. Alle Lehren, die Gott in seinem Wort aufzeichnen ließ, sind uns schließlich zur Warnung gegeben. Auch die vorangegangenen Warnungen aus dem Alten Testament dienen uns zur Warnung, wie es Paulus auch schreibt im 1. Korinther Kapitel 10. Und jede Missachtung von Gottes Warnungen wird zu unserem Verderben führen, denn alles, was dem Worte Gottes widerspricht, kommt von dem Widersacher. Nun zurück zur Schlange. Die Schlange pflückte von der Frucht des verbotenen Baumes und legte sie schließlich in die Hände von Eva. Und dann erinnerte die Schlange die Frau an die Worte, die sie sprach, hier in 1. Mose 3, Vers 2 und 3. Dort sprach Eva zur Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Nun, Gott hatte nicht gesagt, dass sie diese Früchte nicht anrühren dürften. Er hatte nur gesagt, ihr dürftet sie nicht essen. Aber diese Worte von Eva nutzte Satan nun, um sie zu einem weiteren Schritt zu führen. Denn Satan erinnerte nun Eva an diese Worte, die sie hier gesprochen hatte in 1. Mose 3, Vers 2 und 3, nämlich, dass Gott angeblich verboten habe, die Frucht auch nur zu berühren, wenn sie nicht sterben wollten. Das Verzehren dieser Frucht würde Eva auch nun nicht mehr schaden als das Berühren, sagte die Schlange. Und als Eva keine schlimmen Folgen ihrer Tat bemerkte, da wurde sie kühner. Und in 1. Mose 3, Vers 6 lesen wir: Das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß. Wir können uns vorstellen, dass diese Frucht im Geschmack sicherlich angenehm war. Und es schien Eva eine kurze Zeit, als verspürte sie eine belebende Kraft, oder vielleicht hat sie sich auch eingebildet, dass sie nun eine höhere Stufe des Daseins erreicht hat. Sie pflückte furchtlos diese Frucht und aß. Und da sie nun gesündigt hatte, Gottes Gebote übertreten hat, da wurde sie Satans Werkzeug und verführte auch Adam, ihren Mann. Doch Adam begriff sofort, dass Eva das einzige Verbot missachtet hatte, das Gott ihnen zur Prüfung ihrer Liebe und Treue auferlegt hat. Ein furchtbarer Kampf ging sicherlich zu diesem Zeitpunkt in Adam vor. Und er dachte, jetzt müsse er sich von ihr trennen, obwohl Eva seine ganze Freude gewesen war. Adam hatte sich der Gemeinschaft Gottes und seiner heiligen Engel erfreut. Er durfte die Herrlichkeit des Schöpfers sehen und er begriff die hohe Bestimmung, die dem Menschengeschlecht zugedacht war, wenn sie Gott treu blieben. Doch verlor Adam alle diese Segnungen aus den Augen aus Furcht, das eine Geschenk, das Geschenk Gottes an ihn, nämlich Eva, einzubüßen. Und seine Liebe und Dankbarkeit und Treue gegenüber dem Schöpfer wurden schließlich verdrängt durch die Gefühle für seine Frau Eva. Sie war ein Teil von ihm. Und der Gedanke an Trennung war ihm so unerträglich, dass er sich nicht klar machte, dass dieselbe Allmacht, die ihn aus Erdenstaub zu einer lebendigen und schönen Gestalt erschaffen hatte, ihm auch in Liebe eine neue Gefährtin geben konnte. Und so entschied sich Adam dafür, das Schicksal Evas zu teilen. Und konnten nicht auch vielleicht die Worte der Schlange wahr sein? Dass sie wirklich eine höhere Daseinsstufe erreichen würden, dass ihre Augen aufgetan werden würden. Eva stand vor Adam wahrscheinlich immer noch so schön und scheinbar unschuldig vor ihm wie vor ihrem Ungehorsam. Und kein Zeichen des Todes erschien an ihr. Und so beschloss er, die Folgen seiner Tat auf sich zu nehmen. Schnell nahm er von der Frucht und aß. Zuerst lebte auch Adam der Vorstellung, eine höhere Daseinsstufe zu erreichen. Aber nur allzu bald, das können wir nachlesen im Bericht der Bibel, erfüllte ihn der Gedanke an seine Sünde mit Entsetzen. Und sie fingen an, beide, Adam und Eva, etwas zu ahnen darüber, was Sünde ist. Sie empfanden schließlich Furcht vor der Zukunft und fühlten sich schutzlos. Und sie halfen sich damit aus und machten sich Schurze aus Feigenblättern.
Jetzt, nach einiger Zeit, fingen sie an, das wahre Wesen ihrer Übertretung zu erkennen. Beide aber gaben sich einer falschen Hoffnung hin, nämlich dass Gott, von dem sie so viele Liebesbeweise erfahren hatten, ihnen diese eine Übertretung sicherlich verzeihen oder ihnen keine solch schreckliche Strafe wie den ewigen Tod auferlegen würde, wie sie zunächst befürchteten. Und wir können uns vorstellen, wie Satan über seinen Erfolg frohlockte, der es von Anfang an darauf abgesehen hatte, dieses heilige und glückliche Menschenpaar zu verführen. Satan hatte die Frau dazu verleiten können, der Liebe Gottes zu misstrauen, seine Weisheit anzuzweifeln und sein Gebot zu übertreten. Und durch sie fiel auch Adam. Aber der große Gesetzgeber machte Adam und Eva die Folgen ihrer Übertretung deutlich. Die Gegenwart Gottes offenbarte sich im Garten. In Unschuld und Heiligkeit hatten sie sonst das Nahen ihres Schöpfers mit Freuden begrüßt. Und jetzt flohen sie angsterfüllt und versuchten sich in den entferntesten Schlupfwinkeln des Gartens zu verbergen, wie wir es lesen können in 1. Mose Kapitel 3, die Verse 9 bis 11. Als Gott der Herr Adam rief und zu ihm sprach: Wo bist du? Und Adam sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest davon nicht essen? Adam konnte seine Sünde weder leugnen noch entschuldigen. Aber anstatt Reue zu zeigen, suchte er sofort die Schuld auf seine Frau und damit auf Gott selbst abzuwälzen. In 1. Mose 3, Vers 12 sagte Adam: Das Weib, das du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Also er schob seine Schuld auf Eva und damit indirekt auf Gott. Denn Gott hatte ja Adam Eva zur Seite gestellt. Doch freiwillig und aus Liebe zu Eva hatte Adam ursprünglich Gottes Wohlgefallen und seine Heimat im Paradies und ein ewiges Leben in Freude aufgeben wollen. Doch nun, nach dem Sündenfall, machte er seine Gefährtin und sogar den Schöpfer selbst für seine Übertretung verantwortlich. Und da können wir erkennen, wie furchtbar die Macht der Sünde ist und dass die Natur des Menschen mit dem Sündenfall verderbt wurde. Sie wurde selbstsüchtig, sie wurde uneinsichtig. Adam und Eva wiesen die Schuld von sich. Denn auch als Eva gefragt wurde: Warum hast du das getan? Da antwortete sie, das können wir lesen in 1. Mose 3, Vers 13: Die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Indirekt sagte Eva hier nichts anderes als: Warum hast du überhaupt die Schlange erschaffen, Gott? Warum erlaubtest du ihr, Eden zu betreten? Und diese Gegenfragen lagen in Evas Entschuldigung. Und damit versuchte sie, wie Adam, Gott die Verantwortung für ihren Fall zuzuschreiben. Der Geist der Selbstrechtfertigung hat seinen Ursprung im Vater der Lüge. Und unsere ersten Eltern gaben sich ihm hin, sobald sie dem Einfluss Satans erlegen waren. Und seitdem haben alle Kinder Adams denselben Geist an den Tag gelegt, den Geist der Selbstrechtfertigung. Statt nämlich ihre Sünden demütig zu bekennen, suchen sie sich ständig selbst zu verteidigen, indem sie ihre Schuld auf andere abwälzen oder auf die Umstände oder auf Gott. Und dabei nehmen sie sogar die Segnungen Gottes zum Anlass, gegen Gott aufzubegehren. Doch der Herr fällte schließlich das Urteil über die Schlange und sagte zur Schlange in 1. Mose 3, Vers 14: Weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Die Schlange hatte sich als Satans Werkzeug missbrauchen lassen. Darum unterlag sie auch dem göttlichen Urteil. Und aus dem schönsten und vielleicht ja bewundertsten Geschöpf des Feldes sollte sie zum niedrigsten und verachtetsten werden, das Menschen und Tiere fürchteten und verabscheuten. Doch die nächsten Worte an die Schlange bezogen sich mehr auf Satan als auf die Schlange. Und sie wiesen auf Satans endgültige Niederlage und Vernichtung hin. In 1. Mose Kapitel 3, Vers 15 lesen wir von der ersten Verheißung, aber auch von der Androhung der Strafe für Satan. Und da heißt es: